Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der als König herrscht, sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwester und Brüder im Herrn, zwei Anlässe eigentlich feiern wir heute an diesem Sonntag. Zunächst einmal ist es der Christkönigssonntag, der letzte Sonntag im Jahreskreis. Christus als König wird verehrt. Und in zweiter Hinsicht, oder auch wiederum in erster, wie man es betrachtet, Fest der heiligen Cäcilia am 22. November und wird heute auch dieses Festes gedacht. Und wir gedenken der großartigen Märtyrin Cäcilia, Schutzpatronin der Musik, der Musikkapellen, vor allem aber auch der Kirchenmusik und der Organisten. Sohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit
dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sich voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd gesehen und aufgenommen? Oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank und im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er zu denen auf der Linken sagen: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder fremd oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden weggehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber zum ewigen Leben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Leidenden, den Verstoßenen und Verachteten,
Einsame und Bedrohte. Der Mensch entscheidet sich dann eben für oder auch gegen Gott und seinen Weg, wann immer er sich für oder gegen die Armen entscheidet oder gegen das Gute eigentlich, was es zu tun gilt. Das ist die Richtung und der Spruch des Königs und Jesu Christi. Und das Evangelium lädt uns heute ganz besonders ein, diesen Weg, diese Richtung in unserem Leben einzuschlagen, eben aufeinander zuzugehen, immer wieder das Gute in uns und gegenseitig zu fördern. So können wir dieser Würde des Herrn wirklich nachfolgen. Ein Wort möchte ich auch noch zur heiligen Cäcilia hier kundgeben. Die heilige Cäcilia wurde vor langer, langer Zeit um 200 in Rom geboren. Und sie hat sich in frühen Jahren schon mit Christus verlobt. Und sie kümmerte sich vor allem um die verfolgten Christen damals in Rom. Und es wird berichtet, dass sie tagelang gefoltert wurde. Dreimal soll sie sogar das Schwert überlebt haben. Nun, gestorben ist sie am 22. November des Jahres 230. Papst Urban I. damals ließ sie bestatten in der Calixtus-Katakombe und seit 1822 wird ihr Leichnam in St. Cecilia in Trastevere in Rom seither bestattet und diese Grabstätte auch in dieser Kirche verehrt. Sie gilt, wie schon gesagt, als die Patronin der Musik, der Musiker im Allgemeinen und im Besonderen eben der Kirchenmusik und die Blasmusik verehrt sie natürlich auch in ganz besonderer Weise. Und so heute dieser Kirchgang der Musikkapelle, um ihrer zu gedenken. Beispiel ist die heilige Cäcilia auf alle Fälle, auch für unser Leben, für diesen Einsatz im Christentum, im christlichen Bereich, eben wo es immer wieder darauf ankommt, das Gute zu tun, das Gute zu fördern. Denn das ist eigentlich die Königswürde Jesu Christi. Amen. Guter Gott, wir sehen uns im Alltag mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Gib uns Kraft, Ausdauer und Zuversicht, um sie gut zu meistern. Wir bitten dich, Herr Jesus. Herr, lass uns dankbar sein für schöne Momente, die wir erleben und guten Menschen, denen wir begegnen dürfen. Wir bitten dich, Herr Jesus. Lass uns Musikanten und Musikanten unseren Verein den Zusammenhalt spüren und bewahren uns und unseren Mitmenschen die Freude an der Musik. Wir bitten dich, Herr Jesus. Guter Gott, halte deine schützende Hand über unsere Musikkapelle und unsere Mitmenschen, schenke uns Gesundheit und bewahre uns vor Versuchungen. Wir bitten dich, Herr Jesus. Thank you.
sagen zu Gott, wir bringen das Opfer deines Sohnes dar, das die Menschheit mit dir versöhnt. Er, der für uns gestorben ist, schenke allen Völkern Einheit und Frieden, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Der Herr schenkt euch. Erhebe die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn und zu Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken. Du hast deinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, mit dem Öl der Freude gesalbt, zum ewigen Priester und zum König der ganzen Schöpfung. Als makelloses Lamm und friedenstiftendes Opfer hat er sich dargebracht auf dem Altar des Kreuzes, um das Werk der Erlösung zu vollziehen. Wenn einst die ganze Schöpfung seiner Herrschaft unterworfen ist, wird er dir, seinem Vater, das ewige, alles umfassende Reich übergeben. Das Reich der Wahrheit und des Lebens, das Reich der Heiligkeit und der Gnade, das Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. Durch ihn rühmen die Kinder und Erde, Engel und Menschen und singen das Lob deiner Herrn. Unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Christus Jesus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenk dir nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Frieden des Herrn sei alle Zeit. Ein ganz herzliches Dankeschön im Namen von Roland natürlich auch.
wünsche euch alles Gute, gute Segen und diesen erbitten werden für uns alle. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei gnädig. Er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in